Und als nächstes, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, spricht der Fair Hart vom kurdischen Solidaritätskomitee Oldenburg, um die etwas zu sagen zur Situation der Kurdinnen und Kurden. Wir begrüßen dich. Liebe Anwesenden, liebe Beteiligten, liebe Zuhörer, endlose Diskussionen zu führen mit mehr oder weniger hilfreichen Erkenntnissen ist sicherlich richtig. Doch wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, und das sollten wir spätestens jetzt sein, haben unsere Diskurse keinen nennenswerten Mehrwert bislang gehabt. Kein Denkanstoß zu einem Kurswechsel sowie seitens der türkischen Regierung als auch bezüglich des Umgangs europäischer Staaten mit der fatalen antidemokratischen Türkei-Politik gegenüber den Kurden im Land. So viele Hoffnungen, so sollte man meinen, verbinden all diese kriegsgebeutelten Menschen und auch wir Kurden in Deutschland mit der europäischen Demokratie. Hoffnung in das Aufrechterhalten und Durchsetzen demokratischer Werte, aber zu sehen ist davon nichts. Geld beherrscht die Politik seit jeher und da ist man schon mal bereit, Menschenrechtssituationen bei Handels-, aber auch NATO-Partnern, wie es die Türkei ist, vollständig außer Acht zu lassen. Ja, Ignoranz ist hier sogar das richtige Wort. Sigmar Gabriel predigt hier und da Demokratie, aber scheint sich nicht zu schade zu sein, im Namen der Bundesregierung in Saudi-Arabien blutbefleckte Hände zu schütteln, Verträge mit Staaten abzuschließen, die Tag für Tag Menschenrechte mit Füßen treten. Wie kann uns das alles plötzlich so gleichgültig sein? Wie kann unser Vertrauen in unsere Demokratie da überhaupt noch bestehen? Hauptsache die Kassen klingeln. Ja genau, das ist das richtige Wort, das ist die richtige Wortwahl. Hier gibt es rein gar nichts mehr schön zu reden. Heute sollte man Klartext reden. Europa, insbesondere Deutschland, sind verängstigt von den beachtlichen Flüchtlingsströmen in Richtung Europa. So sehr sogar, dass ihnen die Kurden, die seit letztem Jahr wieder in einem schrecklichen Kriegszustand innerhalb türkischer Grenzen ausharren müssen, um ihr Leben fürchten müssen, absolut uninteressant erscheinen. Ist das der Preis? Schauen wir bei den Repressalien des türkischen Staates gegen dem kurdischen Volk weg, nur um die Türkei nicht zu verärgern und uns zu erhoffen, dass sie uns somit die Flüchtlinge vom Hals hält? In was für einer Welt leben wir? Seit wann sind wir Erdogans Marionetten? Jeder weiß, was tagtäglich drüben in den Kurdengebieten passiert. Sämtliche europäische Medien sind bereits darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass immer und immer wieder ganze kurdische Städte belagert werden, Zivilisten im wahrsten Sinne hingerichtet werden, etliche Festnahmen stattfinden. Sie berichten sogar tagtäglich darüber, aber in keinster Weise ist auch nur im Entferntesten eine Kritik an der türkischen Regierung zu hören. Nichts. Die deutsche Bundesregierung ist erblindet, so scheint es. Die deutsche Bundesregierung ist auf dem besten Wege, all das Vertrauen der über 1,2 Millionen Kurden auch in Deutschland zu verlieren. Ihr Handeln, und dessen sollten Sie sich bewusst sein, ist mit katastrophalen Auswirkungen verbunden. Paris und Brüssel sollten uns doch zu denken geben. Warum wird der IS nicht schwächer, sondern immer stärker? Haben Sie noch nicht begriffen, dass der Islamische Staat und seine Terroristen maßgeblich im Nahen Osten von der Türkei unterstützt worden sind? Wenn wir die Türkei endlich sanktionieren würden, dann würden wir damit auch maßgeblich den Islamischen Staat schwächen. Es mag sein, dass die Türkei uns dabei behilflich sein kann, einige Flüchtlingsströme in Richtung Europa zu schwächen. Aber vergessen Sie nicht, dass es gerade die Türkei ist, die Terroristen unterstützt und selbst für Flüchtlingsströme sorgt und in den letzten Monaten gesorgt hat. Die Kurden verlassen zu Tausenden ihre Heimat, weil sie nur noch in Angst und Schrecken leben. Es ist an der Zeit, nicht nur hier zu stehen und zu reden. Wenn wir Frieden und Demokratie wollen, dann müssen wir jetzt handeln. Wenn wir den IS aus Europa fernhalten wollen, dann müssen wir gegenüber der Türkei eine härtere Politik einschlagen. NATO-Partner hin oder her. Ein NATO-Partner, wie es die Türkei ist, ein Staat, der immer autoritärer wird, immer gefährlicher, selbst ein Krisenherd ist, ist nicht nur nicht vorbildlich, sondern auch eine Schande für die freiheitlich-demokratischen Grundwerte.
Wir dürfen unsere Fähigkeiten und unsere Stärke nicht unterschätzen. Wir dürfen uns auch in der Flüchtlingspolitik nicht abhängig von der Türkei, nicht abhängig machen von der Türkei. Denn darauf verlässt sie sich. Es wäre an der Zeit, dass Europa Stärke demonstriert und seine Werte nicht nur predigt, sondern auch in jeder Phase seines politischen Handelns auch lebt. Dankeschön.